Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zu einem weiteren Teil des großen 3D-Charakter-Workshops. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Kopf des Base Meshes in Sculptris detailreich ausarbeiten könnt, sodass verschiedene Bereiche am Kopf wesentlich realistischer aussehen, wie zum Beispiel der Mund oder die Ohrmuschel. In Sculptris haben wir jetzt die Möglichkeit, alles was wir beim Modellieren in Blender falsch gemacht haben, noch zu korrigieren bzw. alles ein bisschen dynamischer zu bearbeiten. Wir beginnen jetzt mit unserem Kopf. Hier fange ich an mit dem Mund. Ich nehme jetzt diesen Crease Brush und beginne jetzt hier die Mundlinie nochmal ein bisschen nachzuzeichnen. Wenn ihr Steuerung haltet und das Mausrad dreht, könnt ihr die Stärke verändern. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, dann verwendet ihr automatisch den Weichzeichen-Brush. Dann nehme ich den Pinch-Brush und zeichne mir jetzt hier die scharfe Linie ein bisschen stärker hin. Details lassen wir erstmal noch ein bisschen geringer. Dann nehme ich den Grab Brush, achte darauf, dass Globul nicht mehr aktiviert ist, damit ihr hier nur die Bereiche am Mund verschiebt. Und ich werde jetzt hier einfach ein bisschen bearbeiten, ein bisschen erzählen, aber nicht jeden einzelnen Schritt hier genau erläutern. Denn das Sculpten ist eine noch kreativere Arbeit als in Blender, das Modellieren, denn hier verwenden wir die verschiedenen Brushes. Den Inflatten Brush, der ist ganz praktisch, um wenn ihr zum Beispiel Alt gedrückt haltet, so eine Einkerbungen oder Rundungen reinzudrücken, zum Beispiel hier unsere Nasenlöcher. Und dann können wir das hier in der Mitte, wenn wir Alt nicht gedrückt halten, ein bisschen runder zeichnen. Und auch hier an der Seite das ein bisschen runder machen. Dann können wir mit dem Crease Brush hier noch eine Kante rumzeichnen. Haltet Shift gedrückt, damit ihr die Größe verändern könnt. Ihr könntet hier jetzt auch euer Grafiktablett verwenden. Ich finde allerdings, dass man hier in Sculptris sehr gut mit der Maus auch arbeiten kann. Das schiebe ich jetzt mal ein bisschen zusammen. Und mit den Smooth Brush mache ich das hier ein bisschen weicher. Auch die Nasenkante ist hier sehr eckig. Mit dem Smooth Brush mache ich das alles ein bisschen weicher. Hier unten, das können wir auch noch ein bisschen ründlicher machen. Ein bisschen weich zeichnen und vorsichtig herausheben ein bisschen. Je näher ihr ranzoomt, desto mehr Details werden hinzugefügt. Wenn ihr hier den Detailgrad höher stellt. Ihr könnt immer mal Wireframe ausschalten, damit ihr seht, was ihr hier macht. Der Mund sieht doch so schon ganz schön aus. Schön runde Lippen, eine schöne Kante hier. Dann nehme ich den Grease Brush, aktiviere wieder Wireframe. Ich arbeite gerne mit Wireframe, weil man dann die Form besser sieht. Wenn euch das stört, dann schaltet das ruhig aus. Ich ziehe jetzt hier vorsichtig seine Kante herunter. Nimm den Flatten Brush, mach das hier ein bisschen flach und mit dem Smooth Brush das wieder ein bisschen weich zeichnen. Mit dem Inflatten Brush können wir hier die Wangenknochen ein bisschen rausheben und auch mit Alt gedrückt reinschieben. Natürlich nicht zu stark. Das zeichne ich erstmal ein bisschen weich. Und dann mit dem Pinch Brush stärker ein bisschen runter, wieder ein bisschen schärfer. Mit dem Grease Brush können wir jetzt hier schön die Kante ein bisschen nachzeichnen. Und mit dem Inflatten Brush können wir hier oben das ein bisschen aufquellen. Thank you.
Okay, dann können wir den Grabbrush nehmen und uns das hier alles ein bisschen verschieben, wie wir es brauchen. Und hier schauen wir mal, dass wir das hier, diese Auswölbung, noch ein bisschen mehr mit den Augen verbinden können. Ich nehme einfach mal den Draw Brush. Und wenn wir den Draw Brush nehmen, können wir auch mal Clay aktivieren. Dann malen wir nämlich, soweit ich weiß, nur in der aktuellen Höhe. Mit den Inflatten Brush heben wir das hier oben jetzt mal insgesamt ein bisschen mehr raus. Und mit den Pinch Brush machen wir die Kante ein bisschen schärfer. Okay, die Unterlippe könnte noch ein bisschen weicher sein hier. Und die Kante oben ein bisschen schärfer, darum zoome ich noch ein bisschen näher ran. Erhöhe die Details ein bisschen. Falls der Pinch Brush nicht so gut geht, dann nimmt den Grease Brush und drückt Invert. Dann sehen wir, können wir hier ziemlich gut so eine Kante zeichnen. Die Wangen ein bisschen nach außen, vielleicht die Nase ein kleines bisschen verformen, hier ein bisschen schmaler, hier ein bisschen rausheben. Ja, so sieht das Gesicht auch schon ganz gut aus. Ich klicke auf Save und Version 2 speichern. Dann schauen wir mal hier. Machen wir mal am Kiefer weiter. Ich deaktiviere hier Invert und mit einem Pinch Brush gehe ich jetzt einmal hier die Kieferkante entlang. Dann wähle ich den Crease Brush und fahre hier drunter einmal lang. Mit den Inflatten Brush Shift gedrückt halten, können wir hier ein bisschen was reindrücken noch. Sieht aus, als hätte er jetzt einen Schnurrbart. Aber ohne den Wireframe-Modus oder der Wireframe-Ansicht sieht das schon besser aus. Okay, jetzt machen wir mal hier am Hals weiter. Hier erhöhen wir das ein bisschen mit den Inflat Brush. Mit einem Inflat Brush können wir das hier ein bisschen näher zusammenschieben. Genauso auch hier vorne. So hier. Mit dem Inflate Brush können wir es ein bisschen rausheben. Ich mache mal die Details ein bisschen runter. Und dann hier ein bisschen. Und mit dem Smooth Brush immer wieder schön weich zeichnen. Dann nehme ich wieder den Crease Brush und zeichne auf der anderen Seite lang. Und zwar bis nach hier oben. Und schön mit einem Smooth Brush nochmal rüber. Hier können wir die Details vielleicht ein bisschen erhöhen, dass hier ein paar mehr Polygone hinzukommen. Und das können wir mit einem Grab Brush hier vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Hier oben weich zeichnen. Hier vorne wird das ein bisschen enger. Jetzt können wir hier auch nochmal das Schlüsselbein ein bisschen nachzeichnen. Das liegt, glaube ich, ein bisschen tief, darum schieben wir das jetzt einfach mal ein bisschen nach oben insgesamt. Und hier ein bisschen nach hinten. Hier mache ich mal vielleicht noch eine etwas schärfere Kante. Nur ganz geringfügig. Und ein bisschen weiter schiebe ich das nach hinten. Hier drücke ich es ein bisschen rein, vorsichtig. Und wenn die Kante hier zu weit auseinander ne geht, nehmt einfach wieder den Crease Brush. Und dann einfach den Grab Brush. Und dann zeichnen wir hier die Kante nochmal ein bisschen nach.
Wir können auch den rotierenden Brush nehmen und das hier mal ein bisschen drehen. Mit dem Grease Brush versuche ich mal hier oben die Nasenkante noch ein bisschen auszuformen. Hier oben könnte das vielleicht ein bisschen nach innen noch. Hier das ein bisschen glätten. Auch hier. Wenn euch die Wange zu weit nach innen geschoben ist, dann einfach mit dem Inflate Brush ein bisschen rausheben. Gut. Jetzt speichere ich das nochmal. Und zwar wieder unter einem neuen Namen. Da man hier nur sehr begrenzt rückgängig machen kann und auch nicht Schritte wiederholen kann, speichere ich hier öfter unter einem neuen Namen. Mit dem Grab Brush schiebe ich jetzt mal den Kiefer hier unten ein bisschen mehr zusammen, damit das ein bisschen spitzer aussieht. Ich denke, dadurch wirkt das Gesicht dann ein bisschen weiblicher. Hier vorne können wir es ein bisschen weiter rausheben, damit das von der Seite nicht ganz so flach aussieht. Okay, hier ist noch so eine Kante, die noch nicht so schön aussieht. Die müssen wir auf jeden Fall noch weiter zeichnen. Und zwar nehme ich den Grease Brush und zeichne hier einmal lang. Mit dem Grab Brush können wir das hier ein bisschen nach innen schieben. Und hier nehme ich auch den Grease Brush, um hier diesen Bereich ein bisschen auszufeinern. Halte Shift gedrückt und dann können wir hier einmal rumzeichnen, um das ein bisschen mehr hervorzuheben. Dasselbe können wir hier auch an den Augenlidern machen. Shift gedrückt halten, mit dem Grease Brush einmal rumzeichnen und dann mit dem Smooth Brush ein bisschen weich zeichnen. Und hier oben nehme ich erstmal unseren Inflate Brush, Details ein bisschen runter und dann einmal lang. Und mit dem Grease Brush auf jeden Fall hier oben auch nochmal rüber, um das Augenlid ein bisschen mehr herauszuheben, sozusagen. Und hier ruhig auch nochmal. Hier zeichne ich den Strich mal mehr hier oben lang, so in dieser Richtung. Und mit dem Inflate Brush können wir das hier noch ein bisschen rausheben. Immer schauen, dass die Linien schön durchgezeichnet sind. Okay, hier oben die Stirn sieht noch ein bisschen hucklig aus. Gehe ich auch mal mit einem Smooth Brush rüber. Okay. Dann gehen wir auf Speichern, speichern das über. Und jetzt bearbeiten wir das Ohr. Dazu speichere ich das nochmal unter einem neuen Namen, weil das jetzt wieder eine schwierigere Aufgabe wird. Ich öffne mir jetzt Referenzmaterial aus dem Internet. Links dazu wie immer in der Videobeschreibung. Und ich schaue mir jetzt das Ohr an und baue das Stück für Stück nach. Als erstes aktiviere ich mal den Wireframe-Modus und wir zeichnen mit dem Inflate Brush unsere Ohrkante einmal nach, damit hier die Polygone ein bisschen ausgerichtet werden. Weil wir sehen, hier unten ist noch ziemlich eckig. So erhalten wir auch gleichzeitig diese Rundung, die an der Außenkante des Ohrs ist. Gucken, wo ein paar Dellen sind, da dann ein bisschen mehr. Jetzt nehme ich den Grease Brush und zeichne einfach mal grob die Ohrform nach. Hier geht es ungefähr los. Und dann halte ich Alt gedrückt und male jetzt hier die Ohrhöhle. Und dann schauen wir mal schräg von oben rein,
und mit Shift füllen wir hier diese Ohrmuschel, die Ohrhöhle hier ein bisschen mehr aus. Hier ist das Loch. Das machen wir ein bisschen tiefer. Dann ist hier noch so eine Kante. Hier mit dem Grab Brush ein bisschen reinschieben, hier ein bisschen rausziehen. Okay, wenn man das mal von weitem betrachtet, entsteht da langsam unser Ohr. Ich nehme mal den ganz normalen Dwarf Brush, deaktiviere hier Clay und dann mit Alt zeichne ich jetzt mal hier lang, um die Einkerbung noch ein bisschen tiefer zu machen. Das Ohrläppchen hier unten können wir ein bisschen nach unten ziehen. Jetzt nehme ich den Crease Brush, halte Alt gedrückt und zeichne jetzt hier oben lang. So können wir die Kante ein bisschen schärfer machen. Dann von hinten betrachtet zeichnen wir hier auch eine Kante rein. Wenn das euch zu stark ist, dann setzt die Stärke ein bisschen runter. Details auch. Und jetzt nochmal so. Diese Kante hier ist ziemlich schwierig hinzukriegen, dass sie ganz ordentlich aussieht. Darum heißt das ein bisschen rumprobieren hier. Mit dem Grab Brush können wir hier auch die Dinge ein bisschen hin und her schieben. Hier ein bisschen vorsichtig herausheben. Schauen wir uns das mal an. Großen und Ganzen sieht das schon ganz gut aus, nur halt noch ein bisschen verwackelt hier oben. Dann gehe ich nochmal insgesamt mit einem Smooth Brush ein bisschen rüber. Hier hinten werden wir jetzt auch nochmal den Kopf ein bisschen rausheben. Hier können wir vielleicht die Kante noch ein bisschen schärfer zeichnen in der Mitte. Dann deaktiviere ich mal Wireframe und die Kopfpartie sieht doch jetzt schon wirklich sehr gut aus. Save, überspeichern wir die 4, ja, und dann speichern wir das nochmal unter einem neuen Namen, 5, speichern. Okay, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch was gelernt und ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin!